Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Zero City. Ich starte das Spiel. Ich habe gerade schon meinen alten Account hochgeladen und ja, die Werbung, also zwei Queste gemacht, um Werbung zu schauen. Weil es ist gerade ein Event mal wieder hier im Gange. Und bei den Event kriegst du mal so Karten und die Karten kannst du dann später einlösen. Kann ich ja gleich mal zeigen. Hier ist das Event, der Reiter. Und da kannst du halt so Karten sammeln. Und die kannst du, wenn du so eine Sammlung voll hast. Ja, das sind die Karten, die ich jetzt gerade schon geholt habe, die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Gut. Dann haben wir das schon mal. Ich werde natürlich jetzt... Ja, ich war schon lange nicht mehr online, deswegen kriege ich wieder Geschenke. Damit ich wieder weiterspiele. Juhu. 25 Karten. Auch nice. Update, Bunker, okay. Schauen wir mal, immer noch keine Sammlung voll. Dann werde ich jetzt mal die Dailies durchspielen. Ich gehe auf den, was ist das, ein Handy, drücke hier auf das Häkchen, das ist eine tägliche Mission. Ich muss Mission abschließen, die keine Werbung enthalten. Die mit der Werbung habe ich schon fertig gemacht. Den Bahnhof zeigen. Da lang gehen. Oh, da oben ist der Bahnhof. Das kam jetzt wegen Event. Da muss ich reingehen. Gut. Dann spielen wir mal schnell das Event. Die Fähigkeiten von meinen Helden. So kämpft er nicht mit, da macht nur die Fähigkeit. Nächster Kampf. Eigentlich müsste ich erstmal einen Bauarbeiter losschicken, weil sonst kriege ich ja das ganze Gold nicht. Okay. Ich gehe gleich nach diesem Kampf wieder zurück in meine Basis und lasse meinen Arbeiter arbeiten. Nein! Ach, Mist. Ach doch, ich kann noch raus. Gut, ja. Da, Basis. Schnell noch Sachen einsammeln. Damit meine Leute gut gelaunt sind, dann kämpfen sie auch besser. Okay, mein Arbeiter. Was willst du machen? Sägewerk. Fangen wir mit Sägewerk an. Verbessern. 5 Tage. Oder 4 Tage. Okay. Dann gibt es doch hier die Truhe zum Öffnen. Mit Werbung kann ich mir anschauen, kann ich die Truhe auch öffnen. Hätte ich vorher auch machen können. Naja, was soll's.
Naja, was soll's. Oh, das ist neu. Bild bisschen größer gemacht. Ja. Nee. Dann nochmal. Dailies. Bahnhof. Zeig mir, wo ist der Bahnhof. Na. Da oben ist der Bahnhof. Wird mir nicht angezeigt. Kein Problem. Ich weiß ja, wo er ist. Beginne einen Raubzug. Sende die Besten, bestätigen den Kampf. Und los geht's. Ich nehme jetzt erstmal die Besten hier raus. Er sortiert sich hier sofort nach der Stärke. Ganz links ist der Stärkste. Und ich fange mich ganz rechts an. Erst mit den Schwachen kämpfen, damit ich die Starken am Ende noch habe. Ist immer so meine Lieblingstaktik. Einfach mit den Schwachen, weil da sind die Gegner auch leicht. Die werden ja nach und nach mal ein bisschen stärker. Und damit ich keinen Starken verliere, erstmal mit den Schwachen kämpfen. Normal reichen dann 5 Kämpfe. Ich probiere so weit wie es geht zu kommen. Eigentlich ist das ja sowieso auch ganz leicht. Du spielst so weit wie du kommst. Weil ja deine ganzen Leute tot sind, schaust dein Video an, dann sind wir alle lebendig. Und du kannst weiterkämpfen mit deinen Leuten. Du musst halt nur ein Video anschauen. Premium habe. Wirklich sehr lang nicht mehr gespielt. Also meine Quest habe ich schon fertig. Aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Ich könnte meine Rüstung verstärken, damit er nicht stirbt. Mein Kämpfer. Werde ich mal machen. So verstärkt. Allerdings jetzt ist sie nicht mehr stark. Das ist nur für den Kampf
könnte ich mal einen Angriff verstärken. So, der in der Mitte. Danach mache ich einen kleinen Anschlag. Er lebt wieder. Hat er den noch im letzten Moment wieder belebt. Ich habe bei den Rüstungen drin, immer wenn er stirbt, wird der Zombie belebt. Ah, hier ist einer down bei mir. Entweder das ist eine Rüstung oder ein Chemie-Mann war. Hat so ein Dingens. Nein. Ein, ja, wie hieß das nochmal? Nutzen. Hier sowas. Nee, da wäre das dann. Ein Gegenstand halt. So, jetzt sind meine stärkeren Leute drin. Aber das will ich auch nicht schaffen. Na gut. Okay, ich habe jetzt aus Versehen die Werbung mir angeschaut. Dadurch leben wieder alle. Das macht immer so die Angewohnheit, wenn man das Spiel schon ein bisschen öfters gespielt hat. Da macht man klick, 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 geht das ganz schnell, ganz automatisch. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ohne groß zu denken, einfach durchklicken. Aha, zwei haben es überlebt. Oh, der letzte. Nutzen. Nutzen und den auch nutzen. Jawohl, ja. Und da ist die Truhe. Belohnung abholen. Oh, schön. Ach, das war die eine Dingens anzuschauen. Da kriege ich auch nochmal eine Karte. Nice. Ah, noch keine Sammlung voll. Ach, ist ja ärgerlich. Da fehlt nur eine.
Die nächste Quest wäre Arena. Dann schauen wir mal, Arena. Nein, nicht drauf drücken. Ich wollte mich schon wieder hier Werbung anschauen. Wir wollen teilnehmen. Bestätigen. Aber einen Laden können wir uns mal anschauen. Oh, schön. 75 bis 90. Fügt allem Feinden 4044 bis 4912 Schaden zu und betäubt sie 0,8 Sekunden lang. Beschwört einen Zombie. Gesundheit. Oh, der ist ja richtig gut. Einmal im Kampf kann man den benutzen. Der ist gut. 75 bis 90. 75 bis 90. Meine sind allerdings 60, 60, 60, 70, 70. Kann ich nichts mit anfangen. So ein Mist. Okay, es geht los. Hier in der Liga. Ich habe 5 Angriffe. Für jeden Angriff, den ich mache, kriege ich mal 15 Punkte. Und dann für jeden Sieg, den ich habe, bis zu 80 Punkte. Es wird mit der Zeit immer weniger. Ja, das war der erste Kampf. Ich bin zu schwach. Ach, 10 Punkte kriege ich. Ne, 5 Punkte pro Kampf. Erste 5, zweite 5, dritte 10, vierte 15. Fünfte 25. Man kann sich die auch immer noch vorher anschauen und sagen, ah, der ist so stark, nee, die war nicht. Bei dem war jetzt, er ist 4000 stark, ich bin 500.000, er ist 4 Millionen stark, ich bin 500.000 stark. Kein Wunder, dass er gewonnen hat. 700, 1,6 Millionen, 1,6 Millionen, 2,2 Millionen, 1,7 Millionen, 1,1 Millionen, 2,5 Millionen. 3,1 Millionen. Also eigentlich bringt das nichts, wenn ich hier spiele. Ich denke mal, der hat gegen mich gerade gekämpft, weil er hat mit 74 gewonnen. Können wir uns mal die Kampfliste anschauen. Oh, alle kämpfen gegen mich. Nicht alle, aber die meisten. Und es ist eigentlich so, wenn du einen angreifst, der voll ist, kriegst du mehr Punkte, als wenn du gegen einen angreifst, der hinter dir ist. Alle, die vor mir sind, wenn ich gewinnen würde, bis zu 120 Punkte. Alle, die hinter mir sind, bis zu 80 Punkte. Naja, ist halt so. Und deswegen ist das eine Sache, warum ich das Spiel zurzeit eigentlich weniger spiele. Weil Arena, ich komme nur mit starken Leuten rein und ja, ich sehe nicht, wie ich mich verbessern könnte. Es gibt schon Sachen, wo ich halt besser sein könnte, aber ich komme da nicht hin. Bessere Sachen kann ich mir kaufen für Geld. Oder was heißt für Geld kaufen? Ich könnte mir Mats kaufen, damit ich bessere Sachen kriege. Ah, naja, was soll's.
kann ich ja mal kurz zeigen, was ich meinte mit für Geld kaufen. Ich gehe in der Basis mal schnell wieder rein, nach Hause. Und da ist die Basis. Für diese 10 Münzen kannst du dir Sterne kaufen. Ich sag mal, ich möchte hier einen Stern mehr haben. Kostet 2010 Münzen. Entweder verdienst du die 10 Münzen so. Das kann man machen. Es dauert nur ein bisschen länger. Oder du gehst auf den Markt, gehst auf die 10 Münzen und dann kannst du hier welche kaufen. Das waren jetzt 2010 Münzen für den fünften Stern. Da müsstest du sozusagen schon mal 20 Euro dafür ausgeben, also 2500 Münzen, Kryptomünzen. Ja. Und dann könntest du dir halt deine Leute auf 5 machen und dann können sie eine Kampfstärke haben von was war das? 100. Ah, stimmt, die werden ja bald 8. Da, einen habe ich. Ich habe mir die nicht gekauft, doch einen habe ich mit die 10 Münzen gemacht. Der andere war schon Level 5 gewesen. Also, ich werde mir das eine Teil holen gleich. Da muss ich erstmal kämpfen. Yippie! Lust, noch ein Angriff. Ich möchte in den Laden rein. Letzter Angriff. Yubi. Man muss immer warten, bis alle gekämpft haben. Und die haben gerade, glaube ich, die ganze Zeit immer auf mich gewartet. Es gibt auch viele Leute, die melden sich an zum Kampf. Und dann sehen sie, ach, die haben keine Chance. Und gehen einfach raus. Und dann musst du jedes Mal diese, was waren das, 5 Minuten warten, bis eine Runde vorbei ist. Hier läuft die Zeit, oder 3 Minuten. Ja, 3 Minuten war das, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich würde sagen, jeder hat gegen mich hier einmal gekämpft, weil ich der Schwächste bin. 1, 2, 3, 6, 9. Plus meine 5 Siege sind 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Einer nicht gegen mich gekämpft? Bestimmt Dark Angel. Oder? Ne, der hat gegen mich gekämpft. Der hat auch gegen mich gekämpft. Oli hat auch gegen mich gekämpft. Horik. Horik. Hat auch gegen mich gekämpft. Oscar Fee und Sibyl. Ja, der und Oscar Fee. Der hat auch gegen mich gekämpft. Oscar Fee 21 auch gegen mich gekämpft. Undos hat nicht gegen mich gekämpft. Der einzige, der nicht gegen mich gekämpft hat. Der hat Angst vor mir gehabt. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein und kaufen uns das schöne Schmuckstück hier. Kaufen. Hey, kaufen. Geht auch. Was wäre das gewesen? Ab und zu, wenn ein verbündeter Einheit wiederbelebt wird, beschwört ein Sanitäter. Der verbündete Heilkern. Okay. Ja, das habe ich ja schon.
Obwohl, nee, habe ich gar nicht mehr. Egal. Egal, egal, jetzt habe ich die Punkte ausgegeben. Jetzt ist es zu spät. Das war die Arena. Da müsste ich jetzt noch einmal kämpfen, damit ich alle 7 Punkte habe. Aber machen wir nicht. Wir gehen zum nächsten. Ressourcen schenken. Ein paar Freunde. Das ist gut. Ich habe ja hier ein paar Freunde da. Und chicken, chicken, chicken. Ja, dankeschön. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ach, ich muss noch 3 Geschenke. Ich brauche noch 3 Freunde. Hier fehlt noch eins. Dann kriege ich ein Geschenk. Naja, die Quest habe ich auf jeden Fall fertig. Nächste Daily. Bei die hier. Stell eine Truppe am Weges. Okay, das Allianzkrieg. Geht nicht. Bestimmt kein Online. Batak die German ist die Gilde. Kämpfe, Belohnung. Bum, bum, bum. Was habe ich hier? Kiste. Öffne mal kurz die. Sind die von den Event? Oh, okay. Und. Ich habe noch einen Brief gekriegt. Die 60 Punkte. Gilde wollte ich schauen. Gilde. Wo war mein Gildengebäude? Hey. Wohnzimmer. Das war nicht das Gilde, das war die Kommandozentrale. Okay. Wie sah das Gildengebäude aus? Wohnzimmer. Lalalala. Ach, das war das. Okay. Eine online und das bin ich. Die beiden sind stärker als ich, obwohl ich einen höheren Level habe. Gut, gut, gut. Also für die Quest. Also die Quest kann ich nicht machen, da bräuchte ich noch ein paar Leute, die online sind. Ich glaube 3 Stück wären es insgesamt. Bunker, können wir mal reingehen. Ich allerdings auch nicht gewinnen wahrscheinlich. Teilnehmen. Die Besten einsetzen. Bestätigen. Zufällig. Der sucht jetzt erstmal ein bisschen. Kriege ich ja hier oben dann eine Nachricht. Und dann schaue ich noch mal schnell nach. PvP. Und Massaker. Massaker ist immer so irgendeiner Zeit. Ich weiß nicht, wie die das machen. Jetzt ist gerade kein Massaker. Das siehst du dann, hier sind solche Zombie-Köpfe. Aber wir machen jetzt erstmal PvP. 5 Leute angreifen. Der hängt eine Hose. Ich habe ein Ding ins Voll, eine Sammlung. Juhu!
Holla. Und eine Quest voll. Und jetzt krieg ich wieder ein paar. Ne, diesmal. Oh, ein Zombie habe ich gekriegt. Für einen Tag. Cool. Den Zombie, der ist mal ganz cool, wenn man das öfter spielt. Weil der sammelt dann hier alles ein. Und wenn Leute hier am Ausbilden sind, dann macht er das, die Leute die nächste Stufe erhalten. Finde ich ganz nice. Halt, wenn man das länger spielt. Wenn man das nur einmal so alle paar Wochen spielt, klingt das auch nichts. Den kann man sich auch kaufen für diese Kryptowährung. Oh, Türkei. Noch drei Kämpfe. Es gibt so eine Art Rangliste für die Spieler und die Gilden. Umso weiter höher du bist, umso schwerer werden die Gegner. Umso weiter unten du bist, umso leichter werden die Gegner. Wenn du immer gewinnst, gehst du mal der Rangliste hoch, normal. Verlierst du, gehst du runter. Wenn du länger nicht gespielt hast, dann haben dich viele Leute angegriffen und du bist dann, gehst dann automatisch weiter runter, weil du verlierst. Deswegen habe ich jetzt gerade hier so leichte Gegner. Ich kann 400. Ich kann eigentlich gegen fast jeden kämpfen, der hier steht. So oft wurde ich angegriffen. Obwohl der 400er wird schon ein bisschen schwer werden. Weil er hat ja da oben noch einen Scharfschützen, dann hat er hier noch eine Falle wahrscheinlich drin. Aber trotzdem geschafft. Gut, gut, gut. Das freut mich. Habe ich schon gegen 4 gekämpft. Einer fehlt noch. Justin, der ist stärker als ich. Nehmen wir den hier. Ich schaue auch nicht, wie viele Ressourcen die haben, weil ich möchte nur die 5 Siege haben. Das war's. Das waren alle 5. Ich wundere, dass ich vom Bunker noch keine Nachricht gekriegt habe. Da. Eingesammelt. Jetzt sammelt er das Geld ein und dann das Metall. Nur die Sprechblase muss ich selber einsammeln. Also die Laune der Mitarbeiter. Na gut, keiner da beim Bunker. Dann werde ich mal sagen, das war's für heute. Hier haben wir noch Arena. 2 Siege fehlen noch. Allianzkrieg müsste ich machen. Bunker, 3 Bosse, das schaffe ich sowieso nicht. Hab bislang nur einen einzigen Boss einmal besiegt. Macht man ja mal mit den anderen zusammen. Und ja, einen Boss haben wir besiegt. Der hat mich auch sofort in der Freundesliste aufgenommen, ich ihn auch. Haben es danach nochmal probiert, aber dann nichts mehr. Keinen mehr besiegt. Egal. Massaker ist gerade nicht in Gange. Also würde ich sagen, das war's für heute.
Dann sage ich mal, bestätigen, beenden das Spiel. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.